Nicht schlimm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Cartridge Massacre auf CD. Der gute Zakorak hat mir ja sein Gamecube vermacht mit einem Stapel von 20 Spielen. Wir hatten ja schon in Harvest Moon reingeschaut und jetzt hat Zako das nächste Spiel blind ausgewählt und er wird uns wahrscheinlich sehr viel dazu sagen können. Es ist eine kaputte Packung mit Löchern drin und ich will euch ja nicht erschrecken, aber steht EA drauf und es ist NBA Live 2004. NBA Live, okay, das habe ich vom Kumpel damals geschenkt bekommen. Dessen Namen ich jetzt nicht sagen werde. Nee, dann hören meine Erinnerungen leider schon auf. Gut, dann würde ich mal sagen, Intro! Klapp. Ja, NBA Live, Sportspiele bin ich, außer sie sind arcadig, so auch überhaupt nicht mit im Reinen, sage ich mal. Und wir schauen natürlich wieder 20 Minuten rein. EA Games. Charges everything. Collect your money and everything. Ohne Speichern fortfahren. Brumm, brumm. It's in the game. Ich hoffe ja nur nicht, dass noch Fußball kommt. Wäre auch lustig, einen Bauern-Podcast zu haben und den Held der Schweine zu nennen. Oder mit Kühen, dann hast du den Melker der Kühe. Reimt sich zwar nicht so gut, aber... Start drücken, jetzt spielen. Wen spielen wir denn, Zacko? Ich habe keine Ahnung. Aber ich befürchte, das wird so harte Claims kriegen, das Game, von der Mucke her. Das höre ich leider gerade nicht. Ja, ich höre gerade irgendein Hip-Hop-Gestammel und... Also das ist definitiv echt so ein Game, wo ich nicht viel zu sagen kann, weil Basketball, da bin ich auch heute absolut raus, also genauso wie Fußball oder irgendwie so in, oder NHL, Football und alles was ist, das ist alles nicht meine Sportarten. Und das Spiel, das hat man damals einfach nur wegen Couch-Koop gespielt. Hauen wir mal drauf. So, dann starten wir mal den Timer. Mal sehen, wie lange ich es aushalte. Okay, Ball abschirmen, Pro-Hop, Direktwurf, passend, Doppelpass, Dank, Korbleger, absichtliches Foul, das wird meine Lieblingstaste. Ich finde, du solltest einfach probieren, von Korb zu Korb werfen. So sind. Ich weiß gar nicht mehr. Maximal kriegt man doch bis 3 Punkte, ne? So 10 Punkte Wurf oder so. Wer bin ich? Ich glaube, ich bin. Kann sagen, ich glaube, ich bin weiß, aber die sehen alle nicht so weiß aus. Entschuldigung. Aber kennst du noch dieses von Mario, Mario Soccer oder wie das hieß? Smash Football. Oder Smash Football, genau. Das war auch cool. Das hat echt Spaß gemacht. Das war so auch so leicht übertrieben. Ja, das habe ich auch. Das ist absolut genial. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier mache. Tasten drücken, das reicht. Ja, ich versuche die ganze Zeit zu faulen, aber irgendwie passiert da nichts, sondern er wechselt die ganze Zeit hier. Warum hat er jetzt den Ball fallen lassen? Was passiert hier?
Ja, stimmt. Space Jam, der Film, der war mega, also. Mit, wie ist er denn? Michael R. Jordan. Michael Luft. Ja. Was? Dabei hätte er jetzt bloß noch so gegen die Kamera fliegen müssen, so. Space Jam, die Weltraum-Marmelade. Wie kann ich auf den Korb werfen? Ja, da hast du auf jeden Fall mal YouTube Locked End. Und? Schade. Wer spielt da? Orlando gegen? Blum. Ja, der hat jetzt eine Weile gedauert bei mir. Weil ich verstehe das manchmal. Du hast den Ball, rennst hier durch die Gegend und dann heißt hier so, ja, nö. Na komm, ein Tor müssen wir doch wenigstens mal hinkriegen. Was ist jetzt gerade passiert? Warst du nicht eben noch am Korb dran? Okay. Irgendwie sowas. Ich wechsle hier die ganze Zeit die Leute. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich denen die verdammte Pille abnehmen kann. Oder warum die plötzlich weiterwerfen, also. Ich glaube, du darfst dich doppelt dribbeln. Ich habe keine Ahnung. Nein, in der Theorie darfst du ja bloß drei Schritte machen, ne? Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Hä? Was? Der hat doch gecheatet. Der Ball ist ein Magnet. Es gibt einen Korb. Einfach mal so in die Zuschauer reinschmeißen. So, so ein kleines Kind erstmal umgenietet. So. He throws with skill. Ja, das stimmt. Man darf nicht doppelt trippeln. Was auch immer das heißt. Na, du darfst nicht laufen, den Ball hochnehmen, so gesehen, mit dem Ball in der Hand laufen und dann weiter dribbeln. Der war doch drin, der war schon über die Linie, der Ball. Hank Hill. Boah, treffen die auch mal irgendwas? Ich hab keinen Plan, ey. Vor allem diese faulen Taste funktioniert überhaupt nicht. Na, faulen ist, glaube ich, festhalten, ne? Ich glaube, du musst die hier drückt halten, ne? Die Taste. Ich habe schon draufdrücken und was ich noch alles versucht, also. Marbury sinks it from the line. Two for two. You for two.
Was? Warum? Kriegen die nicht irgendwann auch mal eine rote Karte oder sowas? Warum darf ich die nicht umtackeln? Wenigstens bemühst du dich. Aber ich glaube, der Trainer, der wird nach dem Spiel direkt verkauft oder so. Beziehungsweise verschenkt. Stammspieler. About 12 seconds left on the clock. Down to 5 in the quarter. Howard with the jump shot. The 2's no good. Hill pulling up from the perimeter. So at the end of the first quarter, the Magic. Ja, ich denk mal, es war knapp. Ja, also ich hätte auch. Ich würde sagen, damit lassen wir es dabei auch bewenden. Ja, dann könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, habt ihr dieses Basketballspiel 2004 von EA besoffen, genau. Ja, dann vielen Dank, Zakorak, für die ausschweifenden Erinnerungen zu diesem Spiel. WB Mofti und wie gesagt, da bleiben, es geht noch weiter. Oh, schwätzt hier wieder das Getränk mit mir. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie gesagt, hattet ihr NBA Live 2004 oder irgendwelche Predecessors? Hat euch mein Spiel gefallen? Oder die ausschweifenden Jugenderinnerungen von Zakorak, dem Labersack? Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Däumchen da, den Abo-Button findet ihr und ja. Das ist Zakorak. Und der sagt jetzt Tschüss. Oh, ich bin ganz ehrlich, ich bin spontan von der Rolle. Mir ist kein passender Reim eingefallen. Haut rein.